Das ist manchmal ganz einfach. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie gelernt haben, einen Schnürsenkel zu binden, dann haben Ihre Eltern Ihnen das nicht erklärt, sondern gezeigt. Und vom Zuschauen wussten Sie, was Sie machen müssen. Das geht, weil das Gehirn spezielle Nervenzellen hat, sogenannte Spiegelneuronen. Die übersetzen visuelle Signale automatisch in Muskelaktivität. Diesen Mechanismus nennt man motorische Resonanz. Das heißt, wenn ich lache, dann lacht Ihr Gehirn mit. Ihr motorisches System resoniert mit mir und darum verstehen Sie meine Mimik und auch meine Körpersprache. Sie wissen sogar, wie ich mich fühle. In der Forschung suchen wir nach neuen Wegen, um das Gehirn zu beeinflussen. Und motorische Resonanz ist ein Mechanismus, der helfen könnte, die Therapien von Patienten zu verbessern.